werde denn wieder mein Löffel, oder? Nein, das ist nicht. Mal. Wissen andere auch? Essen. Am besten jetzt, man kommt ins Sekretariat und man sagt, ich würde gerne einen Kanzler und wenn 1000 oder den Finanzminister. Ja, die haben ja irgendeine Wurst. Sag einmal, und die Nummer irgendwie durchgeht. Ich habe die von Bröll, das ist 01 514 330. 514. Nummer unter 330. Weiter. 330. 331. 150. Es reicht, es gibt genug für alle. Es gibt genug für alle. Das erzählen wir ihm dann. Genau. Alle da ist. Ich danke vielmals für das Gespräch. Ja? Das ist aus Graz. Ich habe gerne eine ganz wichtige Botschaft an den Finanzminister Bröll. Es ist genug für alle da, Armut vermeiden im europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Aufgelegt. So schnell vergessen uns die nicht. Nein. Ja. Ja, wollt ihr nicht fertig? Bei wem jetzt? Beim Fröll? Auf eine neue Strategie. Ja, hallo, das ist Jojo. Das geht nur für alle. Das geht nur für alle. Dann, wer spricht da? Ja. Ich war sicher die Erste, die sie war im Finanzministerium. Ich war beim Fröll. Niemand beim Feimann, niemand beim Kanzler. Nein, da könnten wir aber noch eine Runde machen. So, ja, dann. Aber die Nummer habe ich jetzt nicht gespeichert. 531. Ich habe aber nicht. 150. 531. Ich habe aber. 01, oder? 1. 01. Ich muss sagen, sag das dem Herrn Bundeskanzler weiter. Es reicht. Wir wollen weg von Armut. Es reicht für alle. Herzlichen Dank. Was dem Bundeskanzler? Ja, die Sekretärin hat mich angehört. Mit ganz langsam hat sie mitgesprochen. Ja. Genug für alle da und wir fordern eine andere Verteilungsgerechtigkeit. Wir fordern überhaupt eine Verteilungsgerechtigkeit. Danke. Wiederhören. Ah, bei ihr. Die Rede redet gerade mit dem Feimann. Nein. Himself. Wenn man ihm persönlich sprechen könnte, wäre das natürlich noch besser. Okay, dann bitte das auszurichten mit großem Herzenswunsch aus Graz. Danke sehr. Wiederhören. Ja, ich komme immer durch. Aber er ist gerade in einer Besprechung. So.
nicht gesagt, dass das wichtig ist. Naja, das hat sie schon irgendwie mitgekriegt. Ja. Sind gerade dabei, eine Aktion zu starten, und es geht darum, Armut zu vermeiden und eine bessere Verteilungsgerechtigkeit herbeizuführen. Wir finden, es ist genug für alle da. Vielen Dank, auf Wiederhören. Feiern, weil man vielleicht einmal Gelegenheit auf einen Tortenberg.